Hallo? So, wir schauen uns natürlich um. Warum auch nicht? Was ist das? Ein Aquarium? Imitiert das Frischwasser aus dem Amazonasbecken in der Mitte des 21. Jahrhunderts? River. Was? Huch. Entweder du willst was oder Okay, weißt was zu Randy. wir gehen mal Sonst dahin. hättest du deinen Arsch nicht hierher geschleppt. Oh, hi. Das ist weh. Hi, Joss. Also, wie? Geht es um meinen Jungen? Wir sollen ja nichts sagen. Joss, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber Randy wurde entführt. Hey, ich dachte, wir sollen nichts sagen. Aber er lebt noch, oder? River, jetzt antworte mir! Wir suchen ihn, Joss. Ich kann nichts sagen. Streiten bringt uns hier nicht weiter. Streiten bringt niemandem etwas. Er ist mein Kind. Sag mir nicht, wie ich mich zu verhalten habe. Joss. Wir müssen uns Randys Sachen ansehen. Unbedingt. Hör mal, wir müssen Randys Sachen durchsuchen. Warum? Um eine Spur zu finden. Vertrau mir, Joss. Ja. Macht nur nichts kaputt. Natürlich nicht. Randy kann's nicht leiden, wenn jemand sein Zeug anfasst. Ich habe nichts gesagt, weil... Ja, weil... Die ich wollte nichts Falsches auf. Sagen. Hol sie rein, es gibt Essen. Ich wollte nichts Falsches sagen, deswegen habe ich gar nichts gesagt. Ich dachte, wir sollen nicht sagen... Wegen der Entführung. Hat er das nicht gesagt vorhin? Muss schwer sein für die... Was muss schwer für dich sein? Alleine. Lass dich nicht unterkriegen. Bleib stark, Joss. Okay. Sorry. Sorry, dass ich rede mit dir. Dubai. Sand und Tod. Was? Ich hörte ein besorgniserregendes Klicken. Mein Geigerzähler. Möge er in Frieden ruhen. Naja. Okay, das ist wieder... Irgendwas über Dubai, was hier überhaupt nicht hinpasst eigentlich, aber... Ey. Fit, stark, gesund. Weiblich. Enge Verwandte von River Ward. Zeigt Anzeichen von Schlaflosigkeit. Joss Kutcher. Enge Verwandte? Ja, klar, muss ja. Ich dachte, wir können doch mit dir reden. Können wir nicht. Haben wir hier noch irgendwas, was wir uns angucken können? Ich beklau dir mal deine Küche. Und dich. Sollten wir vielleicht nicht machen. Muss schwer... Das will ich nicht sagen. Muss schwer sein für dich. So alleine. Das hört sich irgendwie scheiße an. Was liegt denn hier? Grüße aus der Depression. Was? Ich war 15. Stand kurz davor, in 4 meiner Schulkurse durchzufallen. Und dennoch kam ich wieder aus dem Bett. Weder aus dem Bett, noch brachte ich es fertig, zum Duschen ins Bad zu gehen. Zuerst waren meine Eltern besorgt. Behandelten mich wie ein rohes Ei. Doch nach wenigen Wochen war ihre Geduld am Ende. Da fing es an. Reiß dich zusammen. Geh joggen, das hilft bestimmt. Wieso sprichst du nicht mal mit deinen Freunden? Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Wieso bist du überhaupt traurig? Andere haben es viel schwerer als du. Worte, die mir selbst nach 10 Jahren bestimmt von Therapien, Medikamenten, zahllosen Rückfällen und einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik immer noch wehtun. Überall, jederzeit, an jedem Tag sind sie wie Rasierklingen in meiner Haut. Ach du Scheiße, Mann. Okay. Ist wohl der junge Herr hier links? Glaube ich. Oder sind das die Geschwister? Sind das die Geschwister? Wahrscheinlich, ne? Okay, haben wir hier sonst irgendwas? Was ist denn da oben? Totenköpfe? Was? Nichts? Doch, Schädelskulptur. Plastikschmuckstück. Also, keine echten. Das wär's ja noch. Hier kann man noch reden. Ach nee, das ist sie. Okay, sorry. Können wir auch rein? Ja, das ist... Ach, das ist Schlafzimmer der Kinder. Okay. Hier gibt es auch noch was. Optik Bloody Bout 7. Was zum Henker? Das haben wir schon mal gesehen. Ich kann mich sogar erinnern, wo. Das haben wir im Autokino gefunden, ne? Das haben wir im Autokino gelesen. Warum kann ich mich daran erinnern? Ich habe keine Ahnung. Hier ist nichts mehr. Im Child's Room. Na gut. Wir gehen raus. Wir gehen mit River. Ach so. Hier lang. Sorry. Ja, wobei, hier ist ja noch was. Das Bad, natürlich. Ah, ich muss mich nochmal kurz erleichtern. Habt ihr noch Klopapier? Ich brauche
Ich brauche Klopapier. Hallo? Habt ihr noch irgendwo... Scheiß drauf. Aber ein schönes Aquarium haben sie. So, River, was geht mit dir wieder ab? Alter, der hat das manchmal Probleme. Ron. Achte auf jedes Detail, okay? Onkel River! Oh, hi. Na, ihr beiden? Monique, Dorian. Na, ihr? Ist das dein Partner? Ein Freund. Warum nicht so klein? Er scheint mir so viel größer zu sein. Hier? Mal sehen. Eure Mutter wartet mit dem Essen auf euch. Monique und Dorian wahrscheinlich. Dorian. Monique. Scheiße. Okay, wir sollen zum Wohnwagen. Ach, das Ding hier, wo ich hier vorhin rein wollte. Okay, okay. Geh mal rein, geh mal rein. So. In den Wohnwagen ist Randy eingezogen, nachdem ich einen neuen gekauft habe. Okay. Oh. Drecksloch. Erinnert mich an meine erste Bude. Seh dich um, ich durchsuch den Müll. Johnny ist schon wieder weg. Ja, du durchsuchst den Müll, also durchsuchst du einfach die Wohnung hier, diesen Wohnwagen. So, okay, was ist das hier? Alte Dose, nehmen. Was nicht? Hi zu Hause. Wahrscheinlich hat das hier mit zu tun tatsächlich. Heutzutage, wo die Polizei sich um Wichtigeres kümmern muss als tütenrauchende Rotznasen, wo man an jeder Ecke Designerdrogen kaufen kann, sagen wir, zurück zu den Wurzeln. Das haben wir schon mal gelesen. Das haben wir schon mal gelesen. Nee. Hätte ja sein können. Karten. Dankeschön. Sonst nichts. Da ist noch was. Wow. Ein Plattenspieler. Fehlfunktion. Hardwarequalität erstklassig. Zustand hervorragend. Disc zerkratzt. Audiophil. Fans von düsteren Musikgenres. Okay, interessant. Aber man kann sonst nichts damit machen. Was ist das für eine Gitarre hier? Randys Gitarre, hergestellt aus Mahagoni und Fichte. Herstellungsdatum 69, also 2069. Saiten sind lose, lange nicht mehr benutzt. Das wäre doch was für unseren guten Johnny. Krass. Da sind noch die Kerben, wo wir markiert haben, wie groß die Kinder waren. Ach so. Ist ja süß. Was soll denn dieser creepy Blick jetzt? Ja, ich höre dir zu. Alter. Scheiße, schnell weg hier. Guck's ja immer noch. Du Creep, lass mich in Ruhe. Was haben wir hier drin? Le Clos, nicht interessant hier. Also in den Spiegel schauen, das möchte ich gerne vermeiden. Hier ist noch irgendwas. Bounce Back. Ansonsten ist hier gar nichts. Okay, das wundert mich. Was kann man denn hier noch gucken? Aschenbecher. Hat seinen Lieblingshoodie im Schrank gelassen. Was? Wo bist du? Hier, okay. Oh, er hat den Schrank geöffnet. Oder war der schon geöffnet? Oh, hier ist ja noch ein Raum. Das scheint wohl der interessante Raum zu sein hier. Poster. Painted Overlord. Seine Lieblingsband. Aha. Kennst ihn gut. Hab ihm zum Geburtstag immer ein Album geschickt. Aha. Interessant. Painted Overlord. Druckefarbe und Körperflüssigkeiten. Körperflüssigkeiten? Ja, okay. Typische Gegenstände in einem Teenagerzimmer. Na klar, was auch sonst. So, da unten ist noch was. Ansonsten ist hier nicht mehr so viel. Was ist das? Hä? Schloss. Schlüssel benötigt. Verschlossener Schrank. Öffnen. Ja, ja, Moment. Vielleicht finden wir noch was anderes hier. Ein Aschenbecher nämlich. Den nehme ich mit. Katzenfutter. Traumhaft. Okay, jetzt öffnen wir das Ding aber. Verschlossen. Eine Ahnung, wo der Schlüssel ist? Nein. Was haben wir denn da unten? Die Tech ist teuer. Konnte Randy sich das leisten? Oh. Was für Witze? Okay, wir haben einen Laptop gefunden. Holst du den jetzt raus? Hol ihn raus. Yes. Yes. Okay. Solche Hardware hätte Randy sich nie leisten können. Okay. Zu teuer. Was ist das denn? Wir müssen da rein. Aber wir brauchen das Passwort. Kannst du es knacken? Na klar. 7 von 9.
Fuck. Scheiße. Haben wir genug Punkte? Nein. Intelligenz brauchen wir dafür, oder? War das Intelligenz? Ja, das ist Intelligenz. Shit. Das heißt, wir müssen... Ich mache jetzt schon mal den Punkt drauf, aber... Das wird nicht reichen. Scheiße. Komm schon, gib her, ich brauche noch einen. Nicht genügend. Ja, ich weiß, Alter. Aber kann ich trotzdem sagen, ich versuch's? Nein. Komm, weh. Ja, weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie, River. So, sorry. Shit. Da müssen wir wohl raten. Was könnte er wohl... Den verschlossenen Schrank, das ist optional. Oh, Moment, was haben wir denn hier? Wer ist das? Wer ist das Mädchen? Welches Mädchen? Ach. Hallo, was gehen wir? Foto. Buntstift auf. Wer ist das Mädchen? Kindlich Paar. Deine Ex, Natalie. Ah, okay. Wie hieß die? Deine Ex auf dem Foto, wie hieß die? Natalie? Wir müssen was anderes versuchen. Okay, schade. Hätte er sein können. Was haben wir hier? Der Tod der geliebten Mutter. Was? Was ist das? Die Alten sterben still. Welke Hände rascheln schwach, während sie ein letztes Mal fallen. Sie verlassen diese Welt meist im November, zur dunkelsten Nachtstunde, wenn die Dämmerung so weit entfernt scheint wie der Frühling. Doch nie wiederkehrt. Sie lassen wenig zurück. Ein kleinen Stapel Zeitungen des letzten Jahrhunderts. Einige rissige Tassen und Kleider, deren Poren den Hauch des Todes bereits in sich tragen. Unter ihren geschlossenen Lidern huscht wirr ein verstummtes Kaleidoskop aus Erinnerungen vorbei. Sie sterben und ihr Blick bleibt am versteinerten Diorama eines langen Lebens haften, das in seinen letzten Momenten immer viel zu kurz erscheint. Gott. Das ist keine schöne Vorstellung, muss ich sagen. Was ist das denn da oben? Ein Fernseher. Komm, weh. Was denn? Ja, beruhig dich. Wir müssen da irgendwie dran. Ich muss den Schlüssel finden. Wo ist der Schlüssel? Oh. Eine Aldecaldos-Jacke? Eine Aldecaldos-Jacke? Was? Ein Andenken. Hat mal seinem Vater gehört. Okay. Ach, krass. Sein Vater. Recyceltes Plastik. Schweiß, Alkohol, Fettstaub. 95% nomadischer Ursprung. Na los, gehen wir. Jetzt beweg dich mal nicht so. Ich meine, beruhig dich mal. So, was? Anschalten. Das konnten wir vorhin aber nicht. Oh, Liberum Arbitrium. Düsteres Zeug. Mhm. Musikalisch nicht ausgereift, aber man hört, dass sie mit Leib und Seele dabei sind. Na, du kennst dich ja aus. Ah, bitte nicht. Da ist er schon wieder weg. Anschalten. Nein, das möchte ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Aber wo sollen wir denn jetzt hier den Schlüssel her haben? Namensschild. Wie Randy scheint sein Tag zu sein. Ah, okay. Mit Permanentmarker, per Hand geschrieben, mit Messer eingekratzt. Randys Spitzname. Das könnte natürlich das Passwort sein, ne? Wäre sehr einfach, aber... Naja, vielleicht. Oh, Randys uralter Schlüssel. Hier ist irgendein Schlüssel. Verdammt alt. Ja, damit. Nicht das wirklich das, was wir suchen. Doch, genau das, was wir suchen. Öffnen. Hab hier so ein Spiel. Mit Versandcode drauf. Was? Willst du mich verarschen? Was war da drin, Mann? Ich will nichts mit dem reden, Mann. Warte doch, ich will kurz das nochmal aufmachen. Geht das nochmal auf? Was für ein Spiel denn? Scheiße. Ist egal, okay, wir können ja mit ihm reden. Wie wär's mit Brandy? Versuch's mit seinem Tag. Be Randy. Was ist das nicht? Mist. Aldecaldos? Vielleicht Aldecaldos? Wegen der Jacke seines Vaters? Ach, klappt nicht. Scheiße, okay, dann Songtitel. Mal diesen Songtitel ein. Liberum Arbitrum. Oh, jetzt gibt er auch endlich mal was ein. Das war's. Oh. Hilfst du mir beim Suchen? Na klar. Setz dich an den Computer. Das machen wir. Ich will wissen, was hier drin war, Mann. Das kann doch nicht sein, dass das alles war. Was ist das eigentlich für eine Zeitschrift hier? Ich meine, keine Vorurteile, aber hey.
Hinsetzen, okay, komm. Lass mich mal ran. Benutzen oder schließen? Benutzen natürlich. Okay, wir schauen uns mal an. Wir haben Dateien und sehr viele Nachrichten. Wir gehen erstmal auf die Dateien. Add Card Video. Was zum Henker ist das? Was schaue ich mir hier an? Irgendwas ist richtig krank an diesem Cartoon. Echt gruselig. Okay. Was geht da ab, Mann? Okay. Schnell weg hier. Teil 1 der Trilogie Klingen der Verdammnis, Kapitel 1, Geister der Erlösung der Urahn. Die Silhouette einer mageren weiblichen Gestalt zeichnete sich im schwindenden Nebel ab. Die Frau hielt einen langen Zopf in der Hand, an dem ein abgetrennter Kopf baumelte. Nur eine Augenhöhle war zu sehen. Die Verwesung hatte bereits begonnen, das Fleisch von den weißlichen Knochen zu schmelzen. Der müde Krieger, der ihr gegenüberstand, sah im Vergleich dazu noch gut aus. Die Frau sah ihm in die Augen. »Komm und töte mich. Ich bin bereit zu sterben«, rief sie mit tiefer, kalter Stimme. Endlich bereit, dem Tod ins Auge zu blicken. Verlockendes Schwert, Randy Kutscher. Okay. Alter, der hat richtig dunkles Zeug hier bei sich, Mann. Sehr dunkle Musik, irgendwelche Filmausschnitte und hier dieser Cartoon. Okay, Black Metal hat zahllose charismatische Charaktere hervorgebracht. Doch die Einzigartigkeit von Aiden Burrows, auch bekannt unter seinem Spitznamen Nama und Balberith, ist selbst innerhalb des Genres eine Klasse für sich. Sänger, Gitarrist, Bassist, Songwriter, Ideologe. Manche nennen ihn ein Genie, andere einen verdammten Psychopathen. Wenn ein Mensch wie Burrows so unterschiedlich betitelt wird, ist es kein Wunder, dass er selbst außerhalb der Welt des Metal neugierige Blicke auf sich zieht. Zweifellos hat er in der Ruhmeshalle des Black Metal seinen festen Platz. Doch im Gegensatz zu seinen Genre-Kollegen gelang es ihm, die gesamte Musikszene zu prägen. Experten sind sich einig, dass sein Einfluss eine neue Welle aus Metal-Künstlern und Bands hervorbrachte. Darunter auch Tainted Overlord. Die es schafften, sich aus den Tiefen der Metal-Hölle bis in die beinahe Mainstream-Musikszene vorzuarbeiten. Ist nicht meine Musik. Metal und so? Gar nicht. Okay, sehr viele Nachrichten. Wir fangen oben an. Von Anthony an Randy. In so einem Wagen haben sie Harris geschnappt. Was? Tut mir leid. Blockierte Straße. Scheiße, an den Tag erinnere ich mich. Darf ich mich mal... Er lebt in der Nähe einer alten Schule. Ich will das auch lesen, Mann. Ich wollte anrufen, tut mir leid. Ich habe den halben Tag in meinem Pforten verbracht. Die Polizei hat ganz Watson abgesperrt und ich stand stundenlang im Stau. Ich wohne in der Nähe meiner alten Schule, aber da hat sich alles verändert und die Staus haben meiner Orientierung nicht gerade geholfen. Hoffe, du bist nicht sauer? Von Randy zurück. Hey, kein Problem, ich musste sowieso meiner Mutter helfen und so. Ist bei dir alles soweit? Ist bei dir alles soweit? Okay. Fehlt da nicht ein Wort? Fast. Okay. Danke. Randy an Anthony. Ich wollte mich nur bedanken. Ich glaube, ich halte mich... Echt einfühlsamer Engel, dieser Typ, was? Ich glaube, ich halte mich einfach an dem Gedanken fest, dass es da draußen noch mehr Leute gibt, die dieselben Probleme haben wie ich. Wieso hilfst du uns eigentlich? Ich war früher wie du und all die anderen. Genau wie ihr hatte ich mit den grausamen Realitäten des Lebens zu kämpfen. Am schlimmsten wurde es, als mein bester Freund starb. Scheiße, tut mir leid, das zu lesen. Darf ich fragen, was passiert ist? Seltene Muskelkrankheit. Sein Körper wurde immer schwächer, bis er nur noch ein Schatten seiner selbst war. Ich wollte ihm unbedingt helfen, aber ich konnte nicht. Und die ihm hätten helfen können, konnte er sich nicht leisten. Mit genug Geld hätte er sich sicher die entsprechenden Medikamente oder einen neuen Körper kaufen können. Aber seine Familie war arm. Naja, deshalb tue ich, was ich tue. Meinen besten Chum konnte ich nicht helfen, aber dafür vielleicht ein paar anderen armen Seelen da draußen. Big Trouble in Haywood. Von Anthony an Randy. Die haben sehr viel geschrieben, die beiden. Er hat Randys Identität rausgefunden und ihm irgendein Spiel geschenkt. Das Spiel aus der Schublade? Aha. Genau. Laut Versandcode muss das Schwein es aus den Badlands verschickt haben. Okay. Hey, ich hoffe, es macht dir nichts aus, aber ich habe meine Adminrechte genutzt, um herauszufinden, wo du wohnst. Also deine Adresse. Sorry, hoffe, du findest das nicht komisch. Aber ich hatte einen guten Grund. Ich habe dir ein Geschenk geschickt, ein Spiel mit dem Titel Big Trouble in Haywood. Kennst du es? Jedenfalls hoffe ich, es gefällt dir. Viel Spaß! Anthony, du bist mir ein kleiner Creep. Wieder im Arsch, nicht am.
Randy an Anthony. Der Typ hat Randy angelockt. Okay. So langsam zeichnet sich ein Bild ab hier über diesen guten Anthony. Ich habe wieder was geraucht. Tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich das immer wieder mache. Ich bin so ein Scheißversager. Du bist ein ganz normaler Mensch, Randy. Wie jeder mit deinem echten Herz in der Brust. Denk dran. Ich bin immer da, wenn du reden willst oder Hilfe brauchst. Ich bin sicher, du erholst dich davon, so wie immer. Okay. Von Natalie an Randy, seine Ex. Danke für gestern. Die Stadt von da oben sah total schön aus. Ich war echt sprachlos, wobei das auch an meiner Höhenangst liegen könnte. Im Ernst, das war super schön. Aber nächstes Mal, wenn wir in die Stadt fahren, gehen wir in Japantown was essen. Du wirst es lieben, versprochen. Und dieses Restaurant, wo ich manchmal mit meiner Tante hingehe, ist so nova. Sag einfach Bescheid. Lieb dich, mein Süßer. Ja, cool. Ich fand's auch gut. Aber wegen dem Restaurant? Mal sehen. Weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe. Kann nichts versprechen. Also mal sehen. Hey, du weißt, ich muss mir keine Sorgen um Eddies machen. Das hatten wir doch schon. Lass mich doch auch mal dich auch zu etwas einladen. Lieb dich. Wow, Alter, wie kalt kann man bitte seiner Freundin zurückschreiben? Randy, du musst da noch einiges lernen. Redet immer wieder dazwischen? River, siehst du, was ich sehe? Was? Nein. Unmöglich. Warum sollte er sowas tun? Randy hat sich nicht nur auf das Treffen eingelassen. Er hat sich so sehr darauf gefreut, wie ein Kind zu Weihnachten. Okay. Was zur... Dieses Monster hat Randy ganz durcheinander gebracht. Okay, das will ich aber lesen, Freunde. Randy schreibt, ich muss sagen, ich finde deine Seite echt Nova. Novo? Nee, Nova. Ich glaube, ich bin jetzt bereit, dich zu treffen. Ort und Zeit, wie du beim letzten Mal geschrieben hast? Bin ganz aufgeregt, kann's kaum erwarten. Ja, genau wie wir es besprochen hatten. Wenn du glücklich bist, bin ich es auch. Nur eine kleine Bitte noch. Lösche bitte zur Sicherheit meine erste E-Mail. Nur falls jemand rumschnüffelt, wo er nichts zu suchen hat. Alter. Oh Gott. Hier kommt nichts dazwischen, okay? Anthony schreibt, ich verstehe das. Ich hatte auch keine normale Familie. Meine Mom ist jung gestorben und mein Dad hat nur versucht, mir eine Zukunft zu geben. Es war nicht leicht für ihn. Die Farm warf nach der Viehpest kaum noch etwas ab. Nach und nach bröckelte ihm der Boden unter den Füßen weg. Erst starb das Vieh, dann das Geschäft. Er verfiel in eine Depression, die ihn das Leben kostete. Ich erzähle dir das, damit du weißt, dass du nicht der Einzige bist, der seinen Vater verloren hat. Ich verstehe dich so gut. Der einzige wirkliche Unterschied ist, dass dir dein Dad von Nomaden gestohlen wurde und meiner von korrupten Konzernen und ihrem dreckigen Geld. Deshalb halte ich von Konzernen nur eines: Abstand. Traumateam und Biotechniker wären mir sofort auf den Fersen, wenn die wüssten, was ich tue. Aber dir muss ich das alles natürlich nicht erklären, Randy. Du kapierst das. Ich weiß, du wirst all das für dich behalten. Wir sind doch Chumbas. Bleib stark, Kumpel. Ich weiß, du schaffst das. Ziemlich abgefuckt. Oh. Außer Natalie hat er wahrscheinlich niemandem vertraut. Okay. Kommt man über den Link auf die Seite? Welchen Link? Okay, Moment. Hey, Ned. Geh mal auf die Seite Keine Macht in Drogen und klick da dann auf das rote Bild mit den Leuten drauf. Was ist das denn für ein Scheiß? So eine Art Sekte? Wie hast du das überhaupt gefunden? Hab nur im Net gesurft. Ist nicht so wichtig. Okay. Lebst du noch? Gail. Wer ist Gail? Gail? Sagt mir gar nichts gerade. Hey, du antwortest weder auf meine Nachrichten noch meine Holos. Lebst du noch, Alter? Ich habe eine Speziallieferung für dich von einem meiner Valentino-Chums. Du musst sie nur abholen. Jeder in Haywood würde für das Ding beide Nieren hergeben. Und ich, Idiot, geb's dir einfach so kostenlos. Tu mir den Gefallen und antworte. Langsam bin ich angepisst. Geil. Der ist richtig geil. Okay, wir haben einiges rausgefunden, glaube ich. Wir schließen das Ding. Okay. Kann man hier noch was gucken? Computer? Ja, das ist mir egal. Öffnen? Öffnen? Nein. Kann ich aufstehen? Wir müssen öffnen. Hä, warum? Habe ich irgendwas verpasst? Im Net? Ach, wir sollen im Net da drauf gehen. Ein Link. Oh. Der aus Randys Notizen. Finden wir es raus. Oh, krass.
Okay, sieh dir die von Randy. Okay, das habe ich nicht gesehen. Wir sollten uns die Seite angucken. Klicke auf das Bild auf der Seite. Keiner macht den Drogen. Oh. Eine versteckte Seite. Oh. Erstellt von Anthony Harris. Scheiße. Das ist doch krank. Suche nach Anthony Harris verborgener Seite. Haben wir jetzt gemacht. Tony's Shelter. Willkommen, verirrter Wanderer. Mach mit, Dateien. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast, Freund. Willkommen in Tonys Zuflucht. Dies ist der Ort, nach dem du gesucht hast und an dem du dein bestes Ich Realität werden lassen kannst. Dank Tony. Ich lebe hier mit meinen Freunden, die auch die Nase voll davon hatten, ihr Leben zu vergeuden. Genau wie du. Stell dir mich als Bauern vor, der sich um seine Tiere kümmert. Sieh dich um und bleib einfach hier. Zusammen zeigen wir diesen alten Bauernhöfen, was wir drauf haben. Keine Ahnung, wovon ich rede? Keine Sorge. Ich erkläre dir alles. Ich erkläre alles zu seiner Zeit. Aber jetzt musst du dich entscheiden. Willst du ein Schatten deiner selbst bleiben oder der Mensch werden, der du schon immer sein wolltest? Komm noch heute vorbei. Wow, was ist das für eine Sekte, Alter. Mach mit. Okay, wie mach mit? Oh, das ist eine neue Seite. Scheiße, River. Das ist abgefuckt. Dieser Typ hat's auf unglückliche Teenager abgesehen. Jungs wie Randy. Oh mein Gott. Ist alles meine Schuld. Hätte ich mehr Zeit mit ihm verbracht. Mehr mit ihm geredet. Ach, komm schon. Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen. Er kann ja nichts dafür. Okay, ich weiß, wer du bist. Du bist der kleine Junge, der von der Gesellschaft nie akzeptiert wurde, der immer auf sich allein gestellt war, von seiner Familie missverstanden und ohne echte Freunde. Ich war früher einmal genau wie du. Du kannst bleiben, solange du willst, denn bei uns hast du dein neues Zuhause gefunden. Ich kenne eine besondere geheime Behandlungsmethode, mit der du nicht bloß wieder auf die Beine kommst, sondern die dich auch von allen Lasten und Problemen befreit. Die dich quälen. In meine Zuflucht bekommst du alles, was du brauchst, um endlich deine Fesseln zu zerreißen und dein volles Potenzial zu erreichen. Hier wirst du übermenschlich. Stark, gesund, unbesiegbar, immun gegen Krankheit und Leid. Aber bevor wir anfangen, sollten wir uns erst einmal näher kennenlernen. Schreib mir eine Nachricht an anthony34@ncity. Keine Macht in Drogen.pub. Denk dran, du bist einer der Auserwählten. Kranker Scheiß. Dateien. Fehler. Da war mal eine Datei. Oh, wurde wohl gelöscht. Aber der Name steht da noch. Der Name? Wie ist die Videodatei auf Randys Computer nicht so ähnlich? Ja. Untersuche den Cartoon im Dateiort, Alter. Ja, das haben wir gesehen, aber was sollen wir denn hier finden? Hey, guck mal. Der Name von diesem Cartoon passt zu der fehlenden Datei auf Harris Seite. Genau so was mussten wir für Yavin finden. Das ist es wie. Randy muss ihn runtergeladen haben. Sicher. Aber vor allem könnte das der Schlüssel zu Harris Gedanken sein. Okay. Hoffentlich. Ach krass. Hey, kannst du hier mit deinem Netrunner Hokus Pokus irgendwas rauszaubern? Finde Harris IP-Adresse heraus. Was? Ich hab keine Ahnung. Was ist das hier? Wie soll ich denn die IP-Adresse hier rausfinden? Nett. Hier kann man nichts machen. Keystone? Nö. Oh. 8 von 12. Alter, wir müssen Intelligenz pushen ohne Ende. Aufstehen, dafür fehlt mir das Wissen, mein Freund. Bin ich die Art von Zauberer? Sorry. Okay. Dann müssen wir es so schaffen. Shit. Dieser Cartoon, River. Vielleicht suchen wir genau danach. Wir brauchen doch was, das Harris zum Träumen animiert. Schick ihn Yavin. Okay, mache ich sofort. Schade, ey. Sie meldet sich spätestens morgen. Das ging aber schnell. Und, dass ich ein Hurensohn bin. Und, komm, wir gehen was essen. Alles klar. Kann ich hier nicht ran? Kann ich das nicht mehr öffnen? Alter. Ist egal, da ist nur dieses Spiel drin, wovon die geredet haben. Wir folgen mal dem guten Riverdale. Was ist eigentlich hier oben? Nichts. Okay, wir sind wieder draußen. Alter. Boah, das war aber, ich fand das cool. Am Laptop. So ein bisschen
auf Schnitzeljagd gehen. Lass uns Joss nicht unnötig beunruhigen, okay? Ah, okay. Wir haben eine heiße Spur und wissen morgen mehr. Ende aus. Naja, Alter. So wie ich das verstanden habe, sollten wir ihr gar nichts davon erzählen von der Entführung. Du bist der Erste, der damit rausplatzt. Ich hab extra nichts gesagt, sondern sowas. Ist nichts. So, wir gehen mal rein, erzählen der guten Dame was. Aber das schmeckt nach Probe. Joss, wir sind fertig. Aufgegessen. Okay. Aufgegessen? Ja. Dann ab ins Bett. Hier, wir haben dir was übrig gelassen. Cool. Danke. Achso, ihm. Toll. So, gute Nacht, Kids. Schlaft schön. Habt ihr was gefunden? Jupp. Wir haben eine heiße Spur. Morgen wissen wir mehr. Morgen wissen wir mehr. Ich habe Beweise an ein Labor geschickt. Vielleicht wissen wir morgen früh, wo Randy ist. Ich hoffe es sehr. Wann hast du das letzte Mal gegessen? Gestern. Na dann, hau rein. Ich habe keinen Hunger. Danke. Das sieht lecker aus. Alter, die zündet sich direkt so ein Zigarillo an. River, sei ganz ehrlich zu mir. Findest du ihn? River ist ein guter Ermittler, absolut. River weiß, was er tut. Randy ist so gut wie zu Hause. Ich werde nicht aufgeben, Joss. Ich hoffe, der ist nicht tot. Ich will dir keinen Scheiß versprechen. Können wir heute in Randys Wohnwagen übernachten? Ja, sicher. Vielen Dank. Du bleibst doch, oder? Du musst mir helfen, das durchzustehen. Na klar. Natürlich bleibe ich. Gut. Findest du allein hin? Ja. Ich gehe dann auch gleich pennen. Okay. Jetzt können wir das schon wieder. Lass dich nicht unterkriegen, ich versuch's nochmal. Bleib stark, Joss. Okay, jetzt frage ich. Sicher nicht leicht, alleine mit drei Kindern. Naja, mit meinem Mann war es auch nicht leichter. Okay, immerhin. Reagiert sie nicht scheiße. Waren, wenn er nicht nach Hause kam. Eine glückliche Ehe, wie es aussieht. Scheiße, die Arme. Ich habe mir oft gewünscht, dass er für einen Monat abhauen und uns in Ruhe lassen würde. War er denn so schlimm? So schlimm, ja? Sein Bike und der Highway waren seine Welt. Aber zu Hause ist mal Folgendes passiert. Da hat er Dorian auf einen Vater-Sohn-Trip in die Stadt mitgenommen. Hatte was zu erledigen. Okay. Nachts kam er dann stockbesoffen zurück und ist ausgerastet, weil ich die Cops gerufen hatte. Und? River hat ihn in einer dreckigen Bar aufgegabelt und Dorian heimgebracht. Ach du Scheiße. Also bist du erleichtert? Musst erleichtert gewesen sein, als er weg war. Wochenlang habe ich jede Nacht geheult. Oh. Mein Mann wurde ermordet. Der Vater meiner Kinder. Ja. Das tut mir leid. Das ist schon scheiße, Mann. Randy hat sich verändert, zog sich immer mehr zurück. Und ich hatte schließlich noch zwei weitere Kinder. Das Leben war mit und ohne ihn schwer. Manchmal gibt es keine Lösung. Das glaube ich dir gern. Wie ist er denn überhaupt gestorben? Wie ist er gestorben? Die alte Kaldos meinten, dass es ein ehrenvoller Tod war. Ach du Was Scheiße. Zur Hölle das auch heißen mag. Im Kampf gestorben wahrscheinlich. Sie zeigten mir seine Leiche, wo mal sein Gesicht war. Ich konnte keine Ehre darin erkennen. Ach du Scheiße. Wo mal sein Gesicht war, Alter. Was ist denn mit dem passiert? Wir wechseln lieber das Thema. Wechseln wir das Thema. Sorry. Ich gehe schlafen. Ciao. Okay, wow, das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, wir sagen noch gute Nacht und so. Gehen rüber. Aber nein. Wie? Wach auf! Ja. Bin schon wach. Bin noch müde. Yavin hat angerufen. Der Cartoon hat gewirkt. Er träumt. Ja, perfekt. Hast du den BD? Hier, steck rein und verbinde dich mit dem Computer. Alter. Ich will's auf dem Bildschirm sehen. Du bist aber am Abdrehen hier gerade. Aufnahme ansehen. Ja, komm. Dein Doc arbeitet schnell. Nicht schlecht. Ja, verbinden wir uns mit dem PC noch? Oder nicht so?
Anscheinend nicht. Anscheinend geht das über Infrarot oder Bluetooth. Keine Ahnung. Okay, bin mal gespannt. Ich hoffe, wir träumen nicht von diesem Cartoon. Wir sind nicht in dieser Cartoon-Welt jetzt. Ah, oh, es ist wieder so. Oh. Was stimmt nicht mit dir, Anthony? Dir ist schon klar, dass ich das melden muss. Das ist nicht normal, Anthony. Ja. Du hast Liams Schildkröte getötet. Okay, wir schauen uns natürlich erstmal alles an. Der Kleine war krank. Hat nicht gefressen. Ist im Panzer geblieben. Ich wollte ihm helfen. Indem du ihm Somatropine spritzt? Was hast du dir dabei gedacht? Hast du das von deinem Vater gelernt? Gute Menschen haben dich aufgenommen, vertrauen dir und so bedankst du dich? Alter, das ist schon ein bisschen crazy hier alles. Dein Freund ist tot, ich weiß. Aber das ist keine Entschuldigung. Alter, was ist der da überhaupt? Fick dich. Oh. Was hast du gesagt? Oh oh. Okay, mir reicht's jetzt. Der Schulleiter wird davon hören. Und deine Pflegeeltern. Wie der Vater, so der Sohn. Alles klar. Sackgesicht. Was ist das? Ein Blatt? Okay, was macht er? Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Was hat er vor? Nichts Gutes. Mach's nicht über meinen Dad zu reden. Und ciao. Ja, du kleiner Scheißer, ich weiß alles. Als seine Farm pleite ging, hat er sich erschossen. Halt die Schnauze! Red nicht über meinen Vater, du Wichser! Du darfst nicht. Er war krank. Schwach. Ich wollte nur helfen. What the fuck? Wir dürfen nicht vergessen, das ist immer noch ein Traum. Ja, das ist ein Traum. Das ist nicht real passiert. Nicht, dass wir... Alter, okay. Ja. Harris Schulzeit. Okay. Wir spulen mal zurück. Und zwar gar nicht so weit. Nämlich hier. Oh. Wo zum Henker bin ich? Ach, da hinten müssen wir hin. Was ist das denn? Der Amoklauf sagt mir was. Den haben wir an der Polizeiakademie behandelt. Ich guck mal, an welcher Schule das war. Laguna Bend. Die ganze Stadt wurde in den 50ern überflutet. Immerhin wissen wir, aus welcher Gegend Harris stammt. Okay. Soweit, so gut. Was ist das? Keine macht den Drogen. Schwarzes Brett-Thema. Okay, aber hier wollte ich eigentlich gar nicht hin, ne? Verlässt die Signal. Alter, was? Wo bin ich hier geraten? Okay, hier müssen wir auch irgendwas finden. Aber es ist super dunkel. Ich sehe gar nichts. Moment, ich muss mal gerade vorspulen. So, hier sind wir in der Cafeteria. Lehrer. Okay, das haben wir uns angesehen. Okay, dann ist er natürlich losgerannt. Gleich rennt er los. Wir gehen hier mal mit. Warum? Was? Ich verlasse die Signalreichweite. Wie soll das denn gehen? Okay. Müssen wir hier bleiben? Aber hier wird es doch dunkel. Das verstehe ich gerade wirklich nicht. Ich gehe sogar hinterher. Okay, hä? Okay, wir müssen gleich auf diesen Punkt hier, auf diesen gelben, der gleich kommen wird. Aber der... ist hier. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Es ist stockfinster. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich fliege hier mal ein bisschen rum. Okay, Moment. Habe ich hier irgendwas Audiomäßiges gehört? Nein? Okay. Ich habe keine Ahnung. Was? Hä, das ist aber blöd jetzt. Warum sehe ich das denn nicht?
Thermal vielleicht? Vielleicht sehe ich dann besser. Selbst hier wird es stockfinster. Wir müssen doch hier irgendwie hinkommen. Auch jetzt geht das. Jetzt geht das, weißt du? Gerade eben ging das nicht. Trophäe. Eine alte Trophäe. Aus dem Jahr 2042. Erster Platz in einem nationalen Ringturnier. Mhm. Hä? Was passiert hier? Alter, was geht hier ab? Wachs nicht über meinen Dad! Okay, Editiermodus. So, hier ist nichts mehr. Geh zum nächsten Braindance-Abschnitt. Aber hier ist doch nichts mehr. Habe ich gerade überhaupt nicht gecheckt, ehrlich gesagt, wie das gemacht wird, wie wir da überhaupt hingekommen sind. Es wurde plötzlich stockfinster. Es hat sich irgendwie angefühlt wie ein Bug, muss ich sagen. Scheiße. Ich bin jetzt einfach rausgegangen. Da stand, geht zum nächsten Braindance-Abschnitt, aber vielleicht fängt jetzt ein neuer Braindance an. Das kann natürlich sein. Aber das ist sehr missverständlich ausgedrückt, wenn das so gemeint ist. Tatsache, es ist tatsächlich so gemeint. Ich fasse es ja nicht. Okay. Ich komme! Jetzt sind wir auf der Farm. Okay, hier gibt es einiges mehr Tony, zu finden. Komm her! Ja, Dad? Was vergessen? Ich hab dich was gefragt! Okay, der Sound ist etwas verkehrt. Die Cholin- und Methionin-Werte. Fällt dir was auf? Zu niedrig? Du solltest sie doch vor der Schule prüfen. Wie willst du dich diesmal rausreden? Alter, das ist krank. Die Kuh wird deinetwegen sterben. Du bringst sie um wie deine Mama. Tut mir leid. Spar dir das. Fahr einfach ihre Hormone hoch. Vater des Jahres. Alter. Und mach den verdammten Cartoon aus. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du ihn nicht anlassen sollst? Alter, du Arschloch. Unfassbar. Ständig muss ich diesen Scheiß selber ausschalten. Ey, ist ja unglaublich. Okay. Er geht jetzt ganz langsam in den nächsten Raum. Was ist das? Schlachtraum? Jo, sieht wie ein Schlachtraum aus. Das ist keine schöne Kindheit, muss ich sagen. Oh, da ist der Cartoon im Hintergrund. Was ist das? Oh, das ist unser Cartoon. Ja. Tony war wohl ganz begeistert davon. Mhm. Soweit, so gut. Naja, weiter. Das hat ihn geprägt, wie es aussieht. Das hat er sich eingeprägt, Alter. Das ist so ein kranker Cartoon, die arme Kuh. Ende der Aufnahme. Wir springen an den Anfang. Was zum Henker war das denn? Verlasse den Braindance, um zum nächsten Abschnitt zu gehen. Okay, nein, das möchte ich nicht. Suche nach Hinweisen, um Randy zu finden. Absolut. Editiermodus. Was können wir hier Schönes finden? Sieht noch jünger aus. Ja? Wie sieht man das? Ich... Ja, egal. Man kann es wahrscheinlich sehen. So, an dieser Stelle ist noch nichts, was man finden könnte. Glaube ich. Anscheinend nicht. Dann, lassen wir mal weiterlaufen. Oh, jetzt kann man sich die Kuh angucken. Glaube ich. Ja. Ja, Kuh. Hallo? So. Alter, muss ich jetzt pixelgenau zielen oder was? Sieh mal, die Kuh ist krank.
wie die anderen. Wer sagt das? Woher weißt du das? Warum? Woher siehst du das? Okay, hier. Da war was. Eigentum von Biotechnica. Kuh. Schau, toll. Woher weißt du, dass sie krank ist? Wo sieht man das? Ich hab keine Ahnung. Weiß ich nicht, wo der das jetzt gesehen hat. Aber ich glaube ihm jetzt einfach mal. Weiter geht's, komm. Wo bist du denn? Komm her! Oh mein Gott. Ich komme! Okay, jetzt kann man sich den Papa angucken. Keine Chance, ihn zu identifizieren. Kein Gesicht. Anthony's Vater war ein echter Tyrann. Absolut. Identität unbekannt. Anthony Harris Vater. Männlich, Körperbau eines Farmers. Texanischer Herkunft aus der Mitte des 21. Jahrhunderts. Körperliche Ähnlichkeit zu Anthony Harris. Der Vater. Ja. Oh, Mama kann sich noch was angucken. Was ist das? Das hier? Die Konsole. Eine Art Bioscanner für Rinder. Überwacht die Vitalwerte. Kontrollierte die automatischen Systeme in der Scheune. Okay, bringt uns das irgendwie weiter? Anscheinend nicht. Tony, komm her! Ja, Dad? Was vergessen? Ich hab dich was gefragt! Alter. Ich weiß nicht. Der arme Junge, ey. Cholin- und Methionin-Werte. Ja, okay, das haben wir schon mal gesehen. Wir spulen mal vor. So, und jetzt. Ja, er geht weiter in diese Richtung. Hier können wir noch was sehen. Injektoren für Hormone und Antibiotika. Die Leute haben Fleisch voll mit dem Scheiß gegessen. Oh, geil, ey. Das ist natürlich richtig gutes Fleisch, wenn das voll von diesem Chemiezeug ist. Katastrophe, der arme Junge. Muss ich dir noch sagen, dass du ihn nicht anlassen sollst. Alter, Halsmaul. Ich glaub's ja nicht, Mann. Lass deinen Jungen in Ruhe. Das liegt hier. Nahrungszusätze, um Krankheiten vorzubeugen. Hormone mit Apfelgeschmack. Lecker. Huch. Okay. Jetzt spulen wir zurück vor. Maul halten, Mann. Geh mal mit dir mit. Moment, ich bin gleich da. Wer ist das? Wer ist das denn eigentlich? Enzymbewohnerin? Melissa Jordan. Wahrscheinlich irgendeine Mitarbeiterin, oder? Okay. Die ist einfach verschwunden. Gehörte die überhaupt hier hin? Ich bezweifle es sehr. Okay, das Letzte, was wir uns angucken müssen, ist wahrscheinlich das Video oder was? Nee. Irgendwas anderes hier im Raum. Was können wir uns jetzt hier angucken? Ich verschaffe mir mal einen kleinen Überblick über diesen Raum. Huch, das wollte ich nicht. Wo ist das, was wir hier finden sollen? Ist das unter uns? Das ist nicht unter uns. Hier auf dem Monitor, hier auf dem Tisch irgendwas. Anthony selbst. Nein. Ich sehe gerade nicht, was wir hier finden können. Bin ich jetzt total blind? Was? Bin ich überhaupt in der richtigen Ebene? Ja, bin ich. Ich sehe hier leider nichts, Freunde. Oder ist hier irgendwas anderes? Hier muss es doch irgendwas geben. Scheiße. Achso, ich bin außerhalb der... Was liegt denn hier alles rum? Es ist natürlich sehr schwer zu erkennen alles. Hier ist ein bisschen... Keine Ahnung. Hier flackert es ein bisschen, aber was heißt das schon? Das flackert überall. Hier ist nichts, da die Lampe ist nichts. Das Video ist uninteressant, wie es aussieht. Irgendwas über uns? Oder draußen? Kann man von hier irgendwas sehen? Irgendwas Interessantes? Ich spule mal zurück. Oder vor? Gleich ist das Video vorbei, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir hier jetzt finden sollen. Hä? Bin ich jetzt total blind? Oder hier an der Wand? Hier hängt auch nichts.
Unter dem Schreibtisch. Ich habe jetzt überall geguckt, hier findet man nichts. Verlasse den Braindance, um den nächsten Abschnitt zu sehen. Aber warum wird mir denn hier was angezeigt? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es echt nicht. Anscheinend gibt es hier einfach nichts. Es gibt hier einfach nichts. Aber es wird oben in dieser gelben Anzeige, also in dieser visuellen Leiste, wird mir angezeigt, dass es hier irgendwas zu finden gibt. Gibt aber nichts. Scheiße, Mann. Ja, oder ich finde es nicht. Oder ich bin zu blöd. Oder es ist das hier und ich krieg's nicht hin. Oder es ist hier drunter. Kann doch alles nicht sein. Scheiße. Das Licht ist ja voll... Scheiß drauf. Das ist mir zu blöd. Ist schon wieder ein Bug. Jetzt haben wir zwei Braindance gehabt und zwei Bugs. Ich bestehe darauf, dass es ein Bug war. Okay, oh, hier geht's weiter. Was? Zum Henker geht denn da draußen ab? Was war das und wer war das? Hat er seinen Vater umgebracht? War das sein Vater? Oh Gott. Ich meine, er hat es verdient, so scheiße wie er war. Aber die Mutter hatte doch was anderes gesagt. Die hatte gesagt, er wäre ehrenvoll gestorben. Bei den Aldecaldos, aber vielleicht wusste sie einfach nicht die Wahrheit. Wer sollte denn sonst da rumkräuscheln? Alter, das ist voll der kranke Horrorfilm hier gerade. Michael Myers. Wo willst du hin, Mike? Oh Mann. Oh mein Gott. Komm her, du kleiner Racker. Tust dir noch weh? Tony wird sich um dich kümmern. Ganz ruhig. Boah, ist das krank. Das ist abgefuckt, aber richtig abgefuckt. Wir starten mal neu. So, wir gehen eins nach dem anderen. Im Editiermodus natürlich. Okay, der ja. Die Erinnerung ist neu. Das ist sein Versteck. Das ist das Versteck, ja. Das ist immer noch die alte Farm von denen. Krass. Der ist jetzt erwachsen geworden. Er ist erwachsen geworden, der kranke Psycho. Und der ist da... Boah, der ist da am... Wo ist er denn? Irgendwo ist er am rum... Er kriecht doch da irgendwo. Man kann es jetzt nicht mehr sehen, aber... Okay, ich gehe mal gerade mit. Wo ist er? Hier müsste es irgendwas geben. Wer weiß, ob das stimmt. Keine Ahnung. Ah, da gibt es tatsächlich was. Okay. Hier sind Kabel. Ah, okay. Wow. Hier sind Kabel. Was für ein Hinweis. Solarmodul für die Stromversorgung von Farmgerätschaften. Okay, das Ding hat also Solarzellen. Was ist das? Eine Uhr. Eine Uhr. Es ist 23 Uhr. Besonderes Design für die landwirtschaftliche Benutzung. Okay, da hinten ist auch noch was. Peter Pan hat diese Farm in eine gottverdammte Festung verwandelt. Teile eines Geschützturms und einer Antipersonenmine. Du kranker Freak. Was hast du hier gemacht, Mann? Was, hier ist auch noch was? Ach, Benzin. Hier muss meine Werkstatt oder so gewesen sein. Okay, Benzin. Wir kriegen hier wenigstens ein paar Hinweise. Ich hoffe, wir bekommen noch... Alter, hier, da liegt jemand. Oh, scheiße. Der hält die entführten Jungen wie Rinder. Alter. Opfer, keine Zugehörigkeit. Vergrößerte Schilddrüse. Muskelschwund, Gehirn empfängt Beta-Strahlen. Da hat ja an diese Kuhmaschine dran ge... Kranker Wichser, ey. Boah, Alter. Wir werden nicht sowas von fassen. Ich hoffe so sehr. Da hinten ist noch was. Ah, hier ist noch was. Okay, Moment. Hier. Da. Noch einer.
Aber der ist nicht tot. Opfer, schneller Puls, aufgeputscht, aggressiv. Da ist jetzt eh wieder was. Hoch. Ach, hier, oh mein Gott, da liegt auch noch einer. Ich sehe Randy nirgendwo. Mit Hormonen vollgepumpt, bewusstlos. Alter, wie viele hast du denn hier rumliegen, Mann? Du kranker Wichser. Ich fasse es ja nicht, was ist das denn? Ein Zertifikat der Feuerwehr. City South. Perfekt. Okay, ich glaube, wir wissen jetzt tatsächlich, was wir suchen, oder? Oh, wir haben hier eine Audioaufnahme von irgendwas. Wovon? Wovon? Wo ist dieses Audio? Da oben. Hörst du, was ich höre? Nein. Ein Müllkahn. Das Signal zum Abladen. Da muss eine Müllkippe in der Nähe sein. Okay. Ich habe gar nichts gehört, ehrlich gesagt. Aber ich glaube euch. Wenn ihr das gehört habt, bitte sehr. Dann ist das so. Okay, wir suchen mal weiter hier nach Hinweisen. Alter, wir werden rausfinden, wo das ist. Und dann schnappen wir dich, du kranker Freak. Boah, also die Mission finde ich mega gerade. Die finde ich mega gut. Okay, was gibt's hier? Gibt's hier wieder irgendwas, was es nicht gibt? Doch, da. Computer. Das Terminal steuert die Stallungen. Mhm. Muss noch eins für die Minen und Geschütztürme geben. Okay. Ah, das ist wahrscheinlich, weil wir hier später hinkommen werden. Ist das ganz interessant zu wissen. Was hängt hier? Die Maschine steuert ein Injektionssystem für Aufputschmittel oder Hormone. Warum? Warum macht er das? Warum machst du das? Du kranker Bastard. Okay, hier muss es noch irgendwo was geben. Da. Oh, da liegt er. Opfer, keine Zugehörigkeit. Verängstigt, nervös, erhöhte Muskelanspannung. Armes Schwein. Okay, hier gibt es auch noch irgendwas. Was siehst du, was ich nicht sehe? Da oben. Da sind Petrochem-Schilder auf dem Farmmodell. Oh. Okay. So, jetzt aber. Jetzt will ich den finalen Hinweis finden. Und? Was? Mike. Was können wir von hier sehen? Hier irgendwas? Oder irgendwas draußen. Irgendwas draußen bestimmt, oder? Würde Sinn machen, damit wir... Ah. Hey, die beleuchteten Türme. Das ist Werbung für das Us Cracks Album damals. Die Farbe hat stündlich gewechselt. Das war's, denke ich. Alter, okay, wir wissen jetzt, wo das ist, ne? Ich hoffe sehr, das reicht aus. Ich bin mir nicht sicher, River. Wir sollten uns weiter... Hat er gerade gesagt, ich bin mir nicht sicher, wir sollten uns weiter umsehen? Wie, willst du mich verarschen? Wir haben genug gesammelt, oder? Wir sollten da so schnell wie möglich hin. Wir sollten schnellstmöglich dorthin, um zu erfahren, ob da überhaupt noch jemand lebt. Falls da jemand lebt, wir müssen die retten. Boah, das ist krank. Boah, die Quest, sage ich, diese Nebenmission gefällt mir richtig gut gerade. Okay, was haben wir jetzt alles? Einiges. Es lebt immer noch in der Nähe einer Schule, die jetzt überflutet ist. Ja. Von der Farm aus sieht man die Skyline und die Uscracks-Türme. Sie liegt vor der Stadt. Mhm. Wir wissen auch, dass die Farm in der Nähe einer Müllhalde ist. Naja, so viele Möglichkeiten wird es nicht geben, oder? Die Postleitzahl auf dem Spiel führt in die Badlands. Mhm. Diese Türme, die für das Uscracks-Album werben, die Farbe wechselt stündlich. Also wissen wir die Uhrzeit. 23 Uhr. Mhm. Ja. Also liegt die Farm östlich der Stadt. Genauer gesagt südöstlich. Okay. Das Zertifikat der Feuerwehr war aus der südlichen Region. Das Farmmodell ist ein Petrochem-Design. Das schließt die anderen aus. Das trifft alles nur auf die Edgewood-Farm zu. Das muss sie sein. Alles klar. Also, dann haben wir sie. Yes. Hoffentlich stimmt das alles. Komm, wir müssen los. Absolut, Alter.
Okay, wir stehen auch. Wow, wir haben es rausgefunden. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir nichts rausgefunden hätten und einfach den Braindance verlassen hätten. Wir haben hier alles, ne? Alles Wichtige. Können wir das noch scannen? Kurz. Was bringt das? Tag der neuesten Generation. Ach, das haben wir schon gemacht. Alter, die Fliege. Hier ist eine Fliege im Raum. So. Wir gehen raus. Wir haben einiges herausgefunden. Auto. Ja, alles klar. Du begibst dich außerhalb der Signalreichweite. Spiel. Ich bin nicht mehr im Braindance. Oder? Ich speichere mal ab. Vorsichtshalber. Spiel? What the fuck? Ich glaube, wie denkt immer noch, dass wir im Braindance sind. Ich glaube, ich sollte das Spiel nochmal neu starten. Irgendwie macht mir das hier zu viele Faxen gerade. Die Folge muss sowieso beendet werden, von daher bis gleich.